Moin Moin und willkommen zurück zu einem neuen Video von Thomas Elektronik. Ich bin Sascha und heute zeige ich euch das Produktvideo zum Samsung GQ65QN85A, dem Einsteigergerät in die neuen Neo QLED Modelle von Samsung. In diesem Video geht es heute vornehmlich tatsächlich um die Unterschiede zwischen dem Einsteigergerät QN85A und dem Flaggschiff der 4K-Geräte, dem QN95A. Sprich, ich werde euch heute genauer darlegen, was die technischen Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind. Und wenn es um die tieferen Informationen geht zu der neuen QLED-Technologie oder auch neuen Soundsystemen, da schaut doch bitte in unser Produktvideo vom QN95A. Da gehen wir nämlich näher und tiefer in die Details von den neuen technischen Aspekten. Das Video verlinke ich euch oben in der Infobox. Viel Spaß schon mal damit. Zu Beginn möchte ich euch erstmal erzählen, was sind denn genau die Key Features des QN85A. Das sind zum einen natürlich hat auch der QN85A als Einsteiger die neue Neo QLED Technologie mit den wesentlich kleinen Quantum Mini LEDs. Der QN85A hat auch dieses neue Space Fit Sound, diese neue Tonkalibrierung, die automatisch stattfindet. Weiterhin hat der QN85A auch die neue Gamebar, die neue Gaming-Unterstützung, sprich HDMI 2.1, AMD's FreeSync Premium Pro. Das Gerät hat natürlich in dieser Preisklasse auch einen Doppeltuner mit Aufnahmefunktion. Wir haben natürlich eine breite Unterstützung an Apps. Genau, das sind so die Key-Features des Geräts. Die Unterschiede vom QN85A zum QN95A blende ich euch jetzt auch nochmal ein. Und im genaueren sind das, der QN85A hat 1500 Nits, kommt mit einem Direct Full Array 24-fach, gepaart mit einem Supreme UHD Dimming. Das bedeutet, im Kleidex hier haben wir eine etwas weniger aufwendigere, eine etwas niedrigere Zonenanzahl. Wir haben den Wide Viewing Angle, sprich einen etwas nicht ganz so breiten Betrachtungswinkel. Wir haben, was den Sound angeht, auch das OTS-System, aber nicht das OTS-Plus-System, mit einem 2.2.2-Kanal-Lautsprechersystem mit 4 Lautsprechern und 60 Watt. Wir haben in Anführungsstrichen nur einen HDMI 2.1, sprich wir haben am HDMI 4-Port, der ist auch gekennzeichnet mit einem kleinen Controller-Symbol, den Anschluss mit der vollen Unterstützung für HDMI 2.1 für die komplette Gaming-Experience und natürlich ein sichtbarer Unterschied ist, dass der QN85A keine Connectbox hat. Das beginnt tatsächlich erst beim QN95A oder den höheren Geräten der 8K-Linie. Trotz der Unterschiede muss man wirklich sagen, nach unserem ersten Fazit ist das Gerät trotzdem ein richtig, richtig gutes Gerät. Denn man kann es unschwer vermeiden zu sagen, dass diese neue Technik, diese neue Neo-QLED-Technik mit diesen Mini-LEDs auch im Einstieg schon ein wirklich bombastisches Bild macht mit klasse Schwarzwerten, mit einer sehr guten Helligkeitssteuerung. Und auch vom Design her ist es wirklich ein sehr gelungenes Gerät, denn auch trotz der fehlenden One Connect Box ist der QN85A von der Gerätetiefe her genauso dünn wie der QN95A. Sprich, hier hat man keinerlei Nachteile davon, dass die Anschlüsse direkt am Gerät sind. Und deshalb kann man sagen, für den Einstieg und den günstigeren Preis kriegt man hier trotzdem ein wirkliches Top-Gerät. Ja, das war es nun. Unser kleiner Produktvergleich, Produktvorstellung des wirklich guten Einsteigergeräts Samsung QN85A. Wie gesagt, am Anfang erwähnte ich es schon, für die genauen technischen Details, für die neue Neo QLED-Technologie, die Spacefit Sound, Tonkalibrierung und auch die Gamebar und die Gaming Features. Da schaut doch bitte in unser Video vom QN95A. Da gehe ich nämlich wesentlich tiefer nochmal auf die technischen Details drauf an, denn die unterscheiden sich in den Modellen tatsächlich nicht. Weiterhin haben wir natürlich auch zum QN85A ein Unboxing-Video gedreht. Und was wir jetzt auch für euch abgedreht haben, ist einmal die Erstinstallation, die Ersteinführung in die Samsung QLED-Geräte. Das verlinke ich euch alles drei in die Infobox und kann nur noch sagen, wenn euch das alles gefallen hat, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke für neue Videos und gebt uns gerne ein Like. Und
bis dahin kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss aus Hamburg.